So, wir machen auf jeden Fall die Container schön weiter voll. Die müssen alle befüllt werden. Das gehört bei Blood Magic leider dazu, hier dieses nervige Auffüllen von Sachen. Let's start again. Moin, ihr Zerberster und Zerbersterinnen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Nero. Und ich gehe direkt mal weiter. Da die Folgen vorproduziert sind, kann ich euch leider kein Update zu dem Livestream geben, der am Mittwoch stattgefunden hat. Aber ich kann euch sagen, schaut auf jeden Fall noch mal am Sonntag um 18 Uhr vorbei. Da gibt es den nächsten dicken Nero-Livestream. Und wir werden uns jetzt heute ranmachen, unseren Soul Armor Forge Dingsbums zu machen. Und meine Level sind alle wieder da, nachdem ich reloggt habe. Das haben mir die Leute nämlich gesagt. Ich muss einfach nur reloggen, dann ist dieser XP-Bug wieder weg. So, und dann können wir jetzt hingehen und können nämlich unser dickes Schwert erstmal verzaubern hier. Genau. Und wir haben sogar Sharpness 4, Unbreaking 3 und Knockback 2 bekommen. Okay, Unbreaking 3 ist halt so ein bisschen lächerlich auf dieses Schwert, aber ist nicht schlimm. So, dann gehen wir mal eben schnell schlafen und dann werden wir die ersten Container mit Blut befüllen. Das wird sogar, glaube ich, relativ schnell gehen, wenn ich Glück habe. Aber ich muss sogar nochmal Shards holen, Leute. Fällt mir ein. Wir brauchen nämlich diese Master Blood Orbs. Davon brauche ich 4 Stück nochmal. Das heißt, ich muss auf jeden Fall hundertprozentig nochmal 4 Shards farmen. Aber erstmal kümmern wir uns jetzt darum, hier dieses Ding zu befüllen. Diesen Container quasi. So. Den werden... Ach, ich habe die falsche Rüstung angehabt. Naja, gut, zum Glück ist die Todesregel eh mittlerweile raus. Scheiße, ich habe vergessen, die Melonenrüstung anzuziehen, ich Depp. Mist. Aber gut, ich habe gerade verzaubert, also ist das schon mal kein Verlust für mich gewesen. So. Dann gehen wir jetzt los und holen hier erstmal unseren ganzen Stuff wieder. Zum Glück habe ich das hier nicht komplett alles zugebaut. So komme ich immerhin an meine Hose ran, aber nicht an den Rest. Habe ich mein Sigil bekommen? Nein, das habe ich natürlich nicht bekommen. Ach. Meint ihr, das ist schlimm, wenn ich ein Lagerfeuer abbaue? Ja, ne? Ich glaube schon. Ach, jetzt muss ich mir extra Erde holen, um mich da hochzubauen. Ach, was für ein Unsinn, ey. So. Ich muss immer dran denken, die richtige Rüstung anzuziehen. Ich habe es schon wieder total vergessen, ich Depp. So. Zack. So. Jetzt packen wir die nämlich direkt hier rein. Dann holen wir uns direkt hier die Melonenrüstung raus. So. Zack. Genau. Und dann packen wir das da rein. So. Und dann nehmen wir den hier raus. So, genau. Dann machen wir nämlich jetzt hier diesen Altar wieder voll. Da passen ja jetzt Unmengen an Blut rein. Dadurch, dass ich jetzt, ja, den so aufgewertet habe, kann da schon ordentlich was rein. Aber hochrecken tue ich auch nicht so schnell, ne? Moment, das machen wir mal so, das machen wir so. Dann essen wir mal eben was. Oder nehme ich mal eben ganz kurz das Sigil hier in die Hand. Ja. Tut er jetzt da rein? Ja. Ja, das tut er anscheinend rein, ja. Das funktioniert, okay. Der braucht halt nur lange, bis der viel drinne hat. Ja gut, ne, ich kriege halt pro Opferung, glaube ich, noch nicht ganz so viel Blut. Das muss ich auf jeden Fall auch noch aufwerten, ja. Der lädt sich halt, also der lässt sich jetzt halt sehr lange füllen, weil ich den so krass aufgewertet habe. Wir müssen auch mal schauen, wenn ich die Rüstung zusammen habe, dann habe ich mir schon überlegt, möchte ich gerne auf jeden Fall ein paar Wizard töten. Insgesamt 4 Stück müssen wir killen. Heißt, ich muss auch ein paar Wizard-Köpfe in Zukunft farmen. Dann können wir nämlich den Tier-5-Altar machen und dann geht es ja auch schon Richtung Dämonenstadt. Die müssen wir ja dann machen, um auf T6 überhaupt kommen zu können. Und da muss ich erstmal schauen, dass ich da auch in Zukunft eine Fläche finde, wo ich die bauen kann, die Dämonenstadt. Ist der jetzt voll, der Altar, oder? Nee, ach, der hat 26.000 Kapazität. So. Ach ja, ich habe Soul Fray. Genau. Deswegen dauert das auch so ultra lange. Aber das geht eigentlich relativ schnell dafür, dass ich Soul Fray habe. Aber gut, da müssen wir ganz kurz warten, bis Soul Fray ausgelaufen ist. Da würde ich sagen, in der Zeit gehe ich nochmal schnell in Deeplands und farm nochmal 4 Blood Shards. Dann haben wir die nämlich auch zusammen. Dann können wir nämlich diese Orbs machen. Oh, nee, Deeplands will ich. Nicht in Heaven.
Im Heaven will ich das nicht farmen. Wow! Junge! Schreck mich doch nicht so. Was soll denn der Unsinn? So. Oh, ich muss erstmal die andere Rüstung anziehen. Weil mit der will ich das nicht machen. Das ist mir dann doch ein bisschen zu risky. So. Okay, die haben wir ausgezogen. Dann ziehen wir die hier wieder an und dann geht's los. Oh. Jetzt hau ich die auch mit 2, 3 Schlägen direkt weg immer. Oder auch nicht. Ich hab gedacht, ich hau die jetzt schneller kaputt. Oh, nice. Der hat jetzt wieder so ein Ding gedroppt. Oh. Mal ganz kurz hier unseren Container. Oh, zack. Dann setzen wir uns das hier auf die 2 einfach. Dann können wir nämlich hier schön rumfliegen und mal gucken, dass wir hier noch so ein paar Gegner finden. Da haben wir welche. Gib mir schön... Oh Gott. Oh, sehr schön. Das haben wir noch gekriegt. Da ist schon wieder so ein Ding gedroppt. Oh, oh, oh. Da kommen jetzt ganz viele von denen. Ha? Lass mich das aufsammeln, Mensch. Oh Gott. Jetzt kommt noch einer. Schnell was essen. So, wie viel Bloodshards habe ich jetzt schon? 2. 2 Stück haben wir. Okay. Da müssen wir schauen, dass wir jetzt nochmal 2 kriegen. Aber das geht ja relativ schnell. Oh. Oh Gott. Sucht euch jemand anders, den ihr so mobben könnt. Nicht mich. Sehr gut. Das haben wir auch erledigt. Haben wir schon 3. Nice. Noch eine brauchen wir. Dann haben wir die zusammen. So, da ist die letzte gedroppt, habe ich gesehen. So. Also, ob ich gegen euch jetzt noch kämpfe. Ich mache mich natürlich jetzt direkt aus dem Staub. Sehr schön. Da haben wir jetzt 5 Stück noch zusammenbekommen. Wie weit ist Soulfray weg? Komplett. Okay, das haben wir auch erledigt. Sehr schön. Dann können wir nämlich jetzt direkt loslegen. Nur ich muss dran denken, die richtige Rüstung wieder anzuziehen. So, die ziehen wir aus. Die ziehen wir an. Oh. Dann packen wir uns die hier erstmal in den Rucksack. Genauso auch wie die Münzen und so ein Kram. So, und dann gehen wir hin. Nehmen diesen Dolch. Genau. Machen das hier so. Ja. Und dann werde ich jetzt erstmal schön hier den Brunnen wieder befüllen. Oh, ich muss doch eben ganz kurz das hier austauschen. So. Okay, der hat 26 drinne. Mal gucken, ob wir das schaffen, den Ding aufzufüllen, diesen Container. Ja, das funktioniert sogar. Sehr schön, das funktioniert. Geil. Immer schön den Brunnen wieder voll machen und dann geht's hier wieder los. Sehr, sehr schön, Leute. Das funktioniert. Das klappt sogar. Und wie das klappt, das ist schon mal sehr, sehr gut, dass das alles so funktioniert. Finde ich mega nice. Sehr schön, da haben wir den nächsten fertig. Und dann machen wir den Brunnen jetzt schön wieder voll. Jetzt müssen wir noch eins von den Dingern fertig machen. Ah, man sieht auch richtig so, wie schnell das Blut hier wieder steigt. Also die Container zu befüllen wird jetzt nicht lange dauern. Das wird relativ schnell gehen sogar. So. Zack, ballern wir den nächsten direkt rein. Sehr schön. Und dann haben wir das nämlich auch. Finde ich eine geile Sache. So. Dann machen wir den Brunnen direkt wieder schön voll. Mit Blut. Und dann haben wir nämlich gleich dann die nächsten Container direkt fertig. Die Container, also die übrigen, brauchen wir dann, um die Rüstung zu craften. Das ist relativ simpel gemacht. Werde ich euch dann, denke ich mal, in einer der nächsten Folgen zeigen, wie das funktioniert. Aber das ist nicht schwer zu verstehen. Das geht relativ easy. Und wir machen jetzt heute auf jeden Fall erstmal dieses Forge-Ding, was wir brauchen. Meine Güte, dieser Büffel, was hat der für Leiden? Dass der da unten die ganze Zeit am Rumjammern ist. Mensch, soll denn der Unsinn? So, wir machen auf jeden Fall die Container schön weiter voll. Die müssen alle befüllt werden. Das gehört bei Blood Magic leider dazu hier, dieses nervige Auffüllen von Sachen. Das kommt einfach, ja, mit dazu. Aber gut, es lohnt sich auf jeden Fall. Glaubt es mir, das lohnt sich. Und wie sich das lohnt, damit können wir auf jeden Fall ordentlich was machen. So, jetzt machen wir den Brunnen erstmal wieder schön voll. Zack, 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 zack. Sehr schön, dann ballern wir die da rein. So, und dann haben wir das nämlich auch. Sehr schön, der nächste ist schon fertig. Jetzt haben wir noch 18 Stück, die befüllt werden müssten. Ich würde sagen, die restlichen machen wir dann in der nächsten Folge noch schnell fertig. So gut es geht. Ich habe ja schon die Hälfte gleich sogar geschafft.
Das ging ja relativ fix sogar, damit habe ich nicht gerechnet. Zum Glück habe ich den Brunnen so krass abgedatet, oder eher gesagt den Altar. Ich sag immer irgendwie Brunnen dazu. Vielleicht, weil ich hier mitten im Wasser stehe. So. Komm, den kriegen wir auch noch hin. Sehr schön. Und dann füllen wir das Ding nochmal auf. Da machen wir jetzt noch eben den Altar voll und nicht den Brunnen. Und da würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, Leute, lasst ein Däumchen nach oben da und einen netten Kommentar. In der nächsten geht's dann weiter. Dann werden wir hier uns weiter ranwagen, die Rüstung fertigzustellen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut da rein.